Das ist nichts. Warum schon wieder die Frage? Die hatten wir am Anfang des Spiels. Schwindelig wird mir von der Deutlichkeit eurer Wahrnehmung. Frei seid ihr nicht. Haben meine Kameraden Fragen an diese Person? Das ist mir als sicher. Ein weiterer Weg der Wörter, der zu durchwandern, zu durchsuchen und zu beenden ist. Es verläuft, wie er will, aber nie verläuft er sich. Er verläuft, wie er will, aber nie verläuft er sich. Arme kann er haben, aber tragen tun sie nie. Ein Bett besitzt er sicher, aber schlafen tut er nie. Er ist beschränkt, doch mitunter ufert er aus. Na, das ist der Fluss. Eine Antwort, die euch voranbringt, jedoch nur, wenn ihr wisst, wo ihr beginnt. Antwortet noch einen weiteren meiner Art, um voranzukommen. Und wisst, dass Weiterkommen anhand einer unbekannten Skala gemessen wird. Auch wenn es sinnlos ist, weiter, weiter. Ich schwäche euch zur schlimmsten Zeit, doch am Ende sorge ich für eure Sicherheit. Ihr schwitzt in meiner Gegenwart, selbst wenn ihr friert. Ich wohne bei den Schwachen, selten bei den Mutigen. Aber ohne mich, wer wüsste da den Unterschied? Das ist die Angst, oder? Glaube ist häufig bei den Mutigen, weil Schwache haben selten guten Glauben. Guter Wille, Nee, nicht wirklich. Milch, Respekt, solche Angst, oder? Ein Erfolg, der euch Ziele näher bringt, die ihr nicht kennen könnt. Befriedigt das? Wer kann das sagen? Es tut mir auch nicht genug. Ein letztes Wortspiel, um zu sehen, ob ihr wie wir denkt. Dann werdet ihr bekommen, was ihr nicht hättet haben können. Es bringt das Verlorene zurück, als wäre es nie fort gewesen. Mit Lachen oder Tränen, mit Licht, das längst geschienen. Gemacht im Moment, begleitet ein Leben, wertgeschätzt dann aber verloren im Tod. Wird Lachen oder Tränen? Gemacht im Moment, begleitet ein Leben, wertgeschätzt dann aber verloren im Tod. Erinnerung? Eure Gedanken sind klar und fließend und befreit seid ihr von hier. Weiter zu Orten geheim und lohnend. Ja, weiter und verlasst diesen festlichen Ort. Ihr werdet das Unbekannte sehen und wenn ihr gewillt seid, seine Geschenke erhalten. Das macht nur sehr wenig Sinn. Dann ist das mehr, als ich von einem Raum der verrückten Toten erwartet habe. Ja, wo Wenn es sind wir das ist, was ihr jetzt? wollt. Wir sind allesamt Opfer, euer blutiger hier, Kopf eignet oh sich prächtig. Ulti, Was seid ihr für auf Trolle? der ganzen Welt. Ich tu dir Trollnacht! Die Rache ist mein. Nächstes Mal. Ich habe echt so das Gefühl, ich krieg keine Münzen mehr und kann nicht zurück. Ich hab's echt vergessen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Dieser Ort ist ein verheerender gegner Rückfall. Er hat mit den Prüfungen wenig zu tun. Dass ihr überhaupt hierher gefunden habt, ist schon sehr interessant. Wir werden sehen, wie das eure abschließende Bewertung beeinflusst. Ihr habt euch, wenn ihr fertig seid, zur Bewertung zu begeben. Zuerst möchte ich diesen Bereich noch weiter untersuchen. Der Teil ist irgendwie eigenartig. Wie ihr meint, ich werde hier sein, wenn ihr soweit seid. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden. Ach, Jahira, sei ruhig. Auf dem Podest befindet sich ein blutverschmierter Altar, der einem ekelerregenden achtbeinigen Untier geweiht ist. Man kann förmlich das Böse spüren, das von dem Altar ausgeht. Keine große Herausforderung.
Auf dem Altar steht nur ein Wort und es ist in Blut geschrieben. Opfer. Vermutlich bringen die Trolle an diesem Altar ihren Göttern Opfer dar, um irgendeine Art von Segen zu erhalten. Ich war nun gut. Was ist eigentlich das für ein Mantel? Umhang des Zurückwerfens. Schaden durch Elektrizität wird vollständig auf den Angreifer zurückgeworfen. Und das ist mal ein interessanter Umhang. Gessens Bogensehne. Teil von Gessens Kurzbogen. Das ist ein Teil von Gessens Kurzbogen. Der mächtige Kurzbogen wurde von dem Meisterbogner Gessen aus angefertigt und dann dazu verwendet, seinen Schöpfer zu töten, als er von dem Schatten, die ihm gestohlen wurde. Die Legende besagt, dass der Bogen keine Pfeile, sondern Blitzstrahlen verschießt. Die Schattendieben wollen den Bogen, damit sie ihn für ihre Meuchelmorde verwenden können, und die verhüllten Magier sind hinter dem Bogen her, um ihn zu studieren. Jo, das ist noch ein Teil für den Bogen. Ja, was möchtet ihr? Ich habe, glaube ich, kein Opfer. Außer eine Mithrimünze zählt als Opfer. Nö. Bin mir weit zur Bewertung. Stehlt euch, wir gehen. Und jetzt wollt ihr Bewertung. Wo neue Gedanken durch euer Martyrium fokussiert, habt ihr Klarheit erlangt? Wer kann das schon sagen? Es ist schon ziemlich lange her, seit der Vorgang des Systems verbessert wurde. Ich glaube nicht, dass ihr hättet überleben sollen. Aber ich werde meinen Zweck so gut es geht erfüllen und eure eigenen Worte verwenden, um über euer Schicksal zu entscheiden. Euer Wille ist befriedigend. Ihr habt die Prüfungen, die ich zu bieten hatte, bestanden. Die Sitzung ist beendet. Ihr seid frei. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Ihr müsst euch. Okay. Da seid ihr ja. Es scheint, ihr habt die Stürme dieses Orts ohne größeren Schaden überstanden. Es tut gut, dass ihr noch lebt. Ja. Ich habe es überall mit Verrat zu tun. Sagt mir, warum ich euch nicht töten sollte. Und was möchtet ihr von mir? Redet beiseite, ich werde nicht zögern, euch zu töten. Was möchtet ihr von mir? Ich erwarte nichts von euch, außer der Genugtuung, dass ihr euer Ziel erreicht. Die Winde drehen und ich muss ihrem sanften Schub gehorchen. Irenikus dringt immer vorwärts, so ich kann nicht erkennen, was mir das nützt. Die Klinge, die er mir gab, ist kaum eine Entschädigung. Dieser Ort sollte besser zur Plünderung freigegeben werden. Ich biete euch einen Rat an, um das Vertrauen zu festigen, und ihr könnt nach eigenem Dafürhalten seinen Wert beurteilen. Eigentlich ist er ganz simpel und auf lange Sicht wird er euch retten. Dann sprecht, ich höre. Irenikos stellt in der Tat eine Macht dar. Ich habe in seinen Schutzzaubern keinerlei Nischen gesehen. Man braucht eine Armee, um ihn zu trotzen, und ich schlage vor, sie aufzustellen. Die Insassen dieser Anstalt sind eine Quelle, die man anzapfen kann. Befreit sie, und ihr Zorn und ihre Enttäuschung werden auf Irenikos niedergehen. Das ist mein Vorschlag, und ich überlasse euch die Ausführung. Oben wartet eure Armee, nutzt sie, oder ihr werdet sterben. Obwohl ich seinen Ratschlag eigentlich nicht trauen dürfte, hat er wohl gar nicht so Unrecht, Talisa. Warum gibt es mächtige Magier, die den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten können? Ja, ich bin jetzt hier. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Keine große Herausforderung. Wobei der Ausgang irgendwie nicht mehr funktioniert. Die Tür ist verschlossen. Kann ich sie öffnen? Schön. Hier könnte ich nach oben kommen. Wo genau komme ich hier nach oben? Euer Geräusch geht mir langsam auf die Nerven.
Was? Was tut ihr hier? Ihr sollt doch genau wie die anderen Durchgeknallten auch in eurer Zelle sein. Long, der Zurechnungswege, kümmert sich um euch, aber ihr solltet mir auch Respekt zollen. Heute Nacht werden alle eingeschlossen. Viele Leute sind verstört. Passiert dauernd, wenn der Boss herumexperimentiert. Macht sie wohl wütend. Könnte ich mir vorstellen. Öffnet die Zellen, Long, ich befreie alle. Macht euch keine Umstände. Gebt mir einfach den Schlüssel und ich schließe mich selber ein. Macht sie wütend. Ach ja, und was würde geschehen, wenn sie frei wären? Ihr seid einer von ihnen. Was würdet ihr machen? Für sich genommen kann man sie ja noch rumkommandieren, aber alle zusammen, die sind viel zu aufgeregt, als dass man sie unter Kontrolle haben könnte. Darauf spekuliere ich ja. Lasst sie alle frei sofort. Und gut, dann gehe ich wohl besser einfach in meine Zelle. Gib mir den Schlüssel und ich lasse euch in Ruhe. Es gibt nur einen Schlüssel und den kriegt ihr nicht. Und jetzt in eure Zelle, bevor ich wütend werde. Mehr Prüfungen für euch, wenn das passiert. Lasst jetzt endlich alle frei. Ich bitte euch nicht nochmal. Was würde es kosten, damit ihr sie alle freilasst? Was es kostet? Für wie viele wird ein Leben dieser Tage gehandelt? Dieser neue Direktor Renikos würde mich in einem seiner Experimente vierteilen. Das hat er schon mal gemacht. Dann sterbt ihr eben von meiner und nicht von seiner Hand. Ihr folgt ihm nur aus Angst. Ich werde ihn mit Hilfe der Insassen befreien. Ich biete euch 200 Goldmünzen, 2000, 10.000. Ich werde ihn befreien. Ihr glaubt, das könnt ihr? Eine völlig neue Sichtweise. Ich mag ihn nicht sonderlich und er ist nie etwas anderes als unhöflich zu mir gewesen. Wisst ihr, ich fand Vanev als Direktor viel angenehmer. Wirklich eine Schande, was Irenikus mit ihm gemacht hat. Ich denke, ich werde euch helfen. Ihr könnt mit dem Insassen machen, was ihr wollt. Ich komme zurück, wenn das Chaos hier beseitigt ist. Heute Abend bin ich jemand. Ich werde nicht ruhen bis. Nieder mit den Hunden! Böse Hunde! Wo portet der mich jetzt hin? Ach, in Irenikus Labor. Ihr habt alle meine Versuchsobjekte freigelassen. Ich wollte eigentlich gerade überspringen. Laden. Hier ist der Autosave. Keine große Herausforderung. Ja? Ja? Okay, okay. Verstanden. Hier ist noch ein bisschen Zeug drin. Los, spuck es aus. Schön. Ich war, was immer ihr wünscht. Ja, es ist überall viel Zeug drin. Ach ja, und das ist der Ausgang, der eigentliche. Auf geht's. Geht klar. Gut, also der Ausgang funktioniert ja nicht mehr. Das heißt, wir haben nur eine Wahl. Zum Glück habe ich ein Safe gemacht. Das heißt, dass die Mithril Münzen. Ich jetzt vielleicht mal was Anständiges zu metzeln. Keine große Herausforderung. Ich warte nun gut. Ich weiß echt nicht, ob die Mithril Münzen, die wir haben, alle waren. Ach, Säurepfeile. Ich werde mich hier nochmal umgucken. Genau, umgucken, ob ich nicht irgendwo Mithril-Münzen übersehen habe. Ja, ich habe das Gemälde von der Statue genommen, sonst kann ich nichts mit der Statue anstellen. Ja, die Tür kann ich damit öffnen und schließen.
Da habe ich auch alles rausgenommen. Hier bin ich reingekommen. Hier war auch nicht wirklich mehr was drin. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Was ist da oben? Da habe ich auch schon reingeguckt. Und da ist auch nichts mehr drin. Okay.